Und hallo und kommt zurück zu No Man's Sky in der Expedition 12. Wir gehen mal ganz schnell rein. Ich lebe wieder in der Expedition Omega. Da ist ein ganz Sturm. Wir gucken mal. Oh. C. Was haben wir? Mehr Schadenspotenzial, aber Scannerreichweite ist nicht so gut. Und wir müssen ein bisschen was machen. Wir können es noch nicht kaufen, wenn wir nicht genug Knete haben, ne? Ne. Okay, wir gucken mal. Homecoming haben wir abgeschlossen. Können wir es mal gerade holen. Jetzt können wir eine Basis bauen. Schauen wir mal. Homecoming, Basis errichten, okay. Pflanzen entdecken, 6 Stück. Ob es ein neues System? Weltraumanomalie orten. Wieder Ausrüstung reparieren. Da arbeiten wir schon dran. Erreiche das erste Treffen. Treffpunkt 1, okay. Was haben wir hier? Gefahrenschutzmodul einbauen. Laser. Okay, dann haben wir ein bisschen mehr hier. Natriumnitrat und Silber. Können wir hier was scannen? Wir können ein bisschen was scannen. Ein Stein. Fauna, das ist schon mal gut. Da ist auch noch irgendwas. Was haben wir hier? Tiere. Wir müssen noch eine Basis bauen. Ich hätte gesagt, wir bauen hier eine Basis. Wenn wir gerade hier sind, können wir noch eine Basis bauen. Ich versuche nebenbei gerade ein bisschen was zu scannen, damit wir das auch fertig kriegen. Hier müsste noch irgendwas anderes sein. Noch mehr Tiere. Was ist das? Aggressiv. Das ist nicht so toll. Hier sind ganz schön viele Tiere. Guck mal hier. Okay. Noch was, was wir scannen können? Da ist noch ein Tier. Ganz schön viele Tiere hier. Da noch irgendwas, was wir noch nicht gescannt haben? Ich glaube, wir haben erstmal gescannt, was wir scannen können, auf die Schnelle. Schauen wir mal. Moment, da war noch was. Aber das war, glaube ich, Stein, ne? Da ist noch ein Tier. Das kann ich nicht checken. Da ist noch irgendwas, was ich noch nicht scannen kann. Wo war hier noch was? Ich hatte doch gerade noch ein Fragezeichen gesehen. Nanu? Steine, okay. So, habe ich noch irgendwas fertig gekriegt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ist nichts passiert. Okay, haben wir noch nicht komplett. Gucken wir mal. Plünderer. 5 von 6, siehst du, uns fehlt noch eine Pflanze. Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Wir können erstmal Sachen ein bisschen einsammeln. Was haben wir hier? Die Wasserstoff. Das geht schon mal ganz gut.
Wir brauchen Natrium. Das heißt, wir müssen noch mehr von den anderen Sachen ernten. Da ist Wasserstoff, O2. Kein Natrium in der Nähe, echt nicht. Das ist nicht so viel. Gut, dann fliegen wir mal einen Abschnitt weiter. Dann fliegen wir einen Abschnitt weiter. Wir brauchen schließlich noch eine Pflanze. Wir landen mal hier gerade, mitten im Nirgendwo. Wir sollten allerdings für den Anfang nicht so viel durch die Gegend fliegen, das kostet uns zu viel Sprit. Da ist noch ein Tier. Okay. Ist hier keine Pflanze mehr? Gar nichts? Salzverbindung. Ein organisches Objekt. Moment, da war doch gerade irgendwo. Ein organisches Objekt, Stein. Wir brauchen aber ein organisches Objekt. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Das haben wir schon alles gescannt. Das Leben in all seinen Formen, 12 Spezies entdeckt. Okay. Auch nicht schlecht. Gefährliche Flora. Pflanzenwelt, hier. Jahrhunderte alt, einfach Fallenstein. Okay. Exobotanik. 6 Pflanzen entdeckt. Nice, läuft doch schon. Da gibt's Natrium. Nee. Ich suche Natrium. Da ist Natrium. Das nehmen wir uns auch gleich mit. Wir brauchen Natriumnitrat. Da ist auch Natrium. Wir brauchen ein bisschen Natrium auf jeden Fall. Auch Pflanzen haben auch Natrium hier. Okay. Die haben Natrium. Die Steine. Okay. Auch nicht schlecht. Ich stelle mich mal in die Nähe vom Raumschiff, falls hier doch was ist, was nicht so auf meiner Wellenlänge ist. Haben wir dann keine Probleme. So viel Natriumnitrat brauchte ich denn jetzt? 25? Ich glaube ja, ne? Ich hoffe mal nur 25, bin mir jetzt nicht sicher. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Zur Reparatur. Silber, Natriumnitrat. Perfekt. Es fehlt nur noch Silber. Silber. Moment, da sind 3 Sterne. Beutelgift. Ihr sagt sogar, was es ist. Okay. Wir gucken mal, was wir gelernt haben. Das ist die Exobotanik. Scan-Upgrade, Lebenserhaltungssystem, das ist gut. Das kann ich gebrauchen. Das können wir noch aufmachen. Das können wir einbauen. Wo können wir das denn einbauen? Erstmal da würde ich sagen, wir haben auch noch Sachen zum Reparieren. Was brauchen wir hier? Man sieht es, Ferrit, 80 und 40 Kupfer. Ja, Kupfer hätte ich gerne. Müssen wir noch finden. Das haben wir hier. Scanner-Upgrade. Und... Ne, da war es nicht im Raumschiff.
Lebenserhaltung. Können wir da hinpacken? Können wir da hinpacken? Können wir da hinpacken? Resistenzen, Gefahrenschutz. 25. Die Resistenzen wären natürlich besser, ne, als die Batterie. Ja, macht mehr Sinn. Machen wir so. Dann haben wir da ein bisschen mehr drin erstmal für den Anfang. Wobei Jetpack Sprinterholung ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, lassen wir das mal so, passt schon. Okay, reines Ferrit können wir direkt verarbeiten. Nur 13 reicht natürlich nicht, ne? Da müssen wir gucken. Wir brauchen 80, das heißt, wir kommen auf 50, das würde nicht ganz reichen, ne? Machen wir mal fertig. Wir brauchen 80. Das heißt, wir brauchen noch 24. Das heißt, wir brauchen 48 reines Ferrit. Das heißt, wir brauchen 96 Eisen. Sehe ich das richtig? Gucken wir mal. Kriegen wir hin. Dann haben wir das nämlich auch gleich geschafft. Und da müssen wir schauen, was wir noch brauchen. Kupfer brauchen wir. Was haben wir hier noch? Hier können wir auch noch irgendwas holen. Werde Zeuge des Atlas, werde Zeuge einer Erinnerung. Zerstöre Asteroiden. Das kriegen wir hin. Basis erweitern. Das können wir noch abholen. Oh, Gefahrenschutzhandschuhe. Das ist natürlich nicht schlecht. Das Leben in all seinen Formen. Wir schleichen hier so durch die Gegend. Scanner-Modul. Die sind natürlich beide schon nicht schlecht, ne? Silber brauche ich noch. Kriegen wir hin. Reines Ferrit machen wir. Ach, das macht er 1 zu 1. Ich brauche, wie viel brauche ich? 24? Ne, 48. Okay, das müssen wir in den Anzug packen. Das brauche ich noch hier und dann 24. So. Dann haben wir das auch gleich geschafft. Wir gucken mal, haben wir hier Silber? Ist schon mal ganz gut. Das brauche ich. Ja, nehmen wir erstmal Silber mit. Passt schon. Das können wir reparieren. Muss ich nur noch das hier reparieren. 40 Kupfer. Huch, jetzt habe ich es weggemacht. Jetzt haben wir noch was repariert oder was haben wir jetzt gekriegt gerade? Da, Plünderer, Belohnung abholen. Aktuell ist es wichtig, die Ausrüstung zu reparieren. Haben wir gemacht. Die Kategorie Basis. Was? Basisteil. Teile Set. Okay. Können wir eine Basis bauen? Okay, nice. Wir starten mal. Gehen wir kurz zum Silber. Kupfer wäre noch toll. Alter, wir lernen ja alles. Landen? Hallo? Ich will landen, aber ich darf nicht. Wieso ist das jetzt zu abschüssig oder was? Landebereich nicht frei. Oh. Jetzt landen wir hier. Dann landen wir einen Kilometer daneben. Ist auch egal. Na gut. So, dann bauen wir mal ein bisschen was ab. Wo ist es denn? Hier ist blöde. Wir sind hier gelandet und da ist Silber. Da unten. Dann sammeln wir mal Silber ein. Wir brauchen ja noch ein bisschen was.
Ich nehme alles mit, was geht. Und ja, müssen wir gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch Sauerstoff. Wir müssen gucken, dass wir eine Basis an den Start kriegen. Wir brauchen Kupfer. Kupfer wäre jetzt das nächste. Wenn wir das zusammen haben, können wir noch ein bisschen was schaffen. Ich will mich gucken, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Wir haben noch 4 Wochen Zeit. Noch. Aber nicht mehr ganz. Jetzt die Woche ist bald wieder rum. Dann haben wir noch 3 Wochen Zeit. Wir gucken, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen was schaffen vorher. Ich hoffe, ich kann auch ein bisschen was schaffen. Aber das werden wir sehen. Zum 12 habe ich mich bisher noch nicht gespielt, muss ich zugeben. Das ist auf jeden Fall neu. Ich frage mich, ob die alten Missionen auch nochmal irgendwann kommen. Die alten Expeditionen. Zwischendurch kam ja schon eine Expedition, die ich noch nicht hatte. Ich weiß gar nicht mehr, war das die 4 oder die 3? Bin mir nicht mehr sicher. Und man hat zumindest das Schiff aus der ersten Expedition, glaube ich, gekriegt. War das die erste? Ich glaube ja. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Muss ich mal nachgucken. Die Vector war das, glaube ich. Das goldene Schiff. So. Wir haben noch ein paar Expeditionen, die wir noch machen können. So ist es nicht. Das sind nur die uns fehlen. Wenn die denn noch kommen. Und es kommen ja immer wieder neue dazu noch. Also von daher gibt es noch ein bisschen was zu tun. Ich werde mal gucken, dass ich meine Base in Permadeath sozusagen noch ein bisschen weiter ausbaue. Dann werde ich das aber wahrscheinlich ausklingen lassen. Ich habe zwar noch etwas anderes gehabt, was ich eigentlich machen wollte, aber ja, das zieht sich halt, ne? Das ist halt das Schwierige. Und ich würde halt ungern einfach nur so stupide hier und da immer wieder das Gleiche machen, weil damit ist es doch ein bisschen dröge. Dann würde ich mich eher auf die Expedition konzentrieren. Und die dann mal zwischendurch raushauen und dann mal was anderes ausprobieren. Dann habe ich noch ein paar andere Spiele in meiner Liste, die ich mal gerne checken wollen würde. Die könnten, ja, solo ein bisschen extremer werden, ein bisschen schwieriger. Weil die auf Gruppen eigentlich besser sind, aber mal gucken. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich würde es auch gerne mal modded spielen. Muss ich mal gucken, ob ich das machen kann. Das muss ich mal schauen. Das kann ich mir so aus dem Stegreif nicht sagen. Huch, jetzt reicht es wieder nicht. Multiwerkzeug. Hier aufladen. Oh boy, es reicht nicht. Wir haben bald kein Eisen mehr, ne? Ich glaube, ich krieg das noch abgebaut hier. Das wäre doch ganz toll. Ich nehme nämlich gerne mal alles mit hier, anstatt dass ich was zurücklasse. Kupfer müssen wir unbedingt noch finden, damit wir die Basis bauen können. Das wäre noch wichtig. Müssen wir schauen, wie wir das machen können. Das weiß ich nämlich noch nicht so genau. So, aber ich nehme erstmal ein bisschen auf wieder, weil die Expedition ja, die Zeit wird knapp bald. Ja, es ist knapp. Zeit hat man eigentlich noch genug, aber ja gut, wenn ich in der Woche immer beschäftigt bin, dann wird die Zeit wirklich knapp. Dann sind 3 oder 4 Wochen jetzt nicht so viel Zeit. Vor allem, wenn ich am Wochenende noch beschäftigt bin, hier meine Bude fertig zu machen. Immer noch. Und ja, mal gucken. Und ich würde gerne wissen, was in der Expedition noch alles gibt. Ich habe das nämlich noch gar nicht gecheckt, was es da alles gibt. Aber ich hoffe, wir kriegen das reibungslos hin. Das wäre ganz schön. So, ja, wie gesagt, Kupfer noch. Dann können wir eine Basis bauen. Ich habe das Gefühl, dass so eine Mischung aus alten Expeditionsmissionen und neuen. So ein bisschen gemixt hier. Aber es könnte ganz interessant werden. Und zum Schönen ist es ganz nice hier, weil du hast eine Vorgabe, du arbeitest dich langsam hoch, kriegst dafür was und dann geht's weiter. 25%, ich glaube, ich muss nochmal aufladen, das könnte ein Problem werden. Ich werde mich, glaube ich, nicht genug Material haben hier. Hm, 30%, ne, das wird nichts. Kriegen wir nicht alle. Da muss ich nochmal aufladen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich hoffe, ich kriege hier noch ordentlich zusammen. Da ist schon alle. Okay, ein bisschen Eisen habe ich noch.
muss auf jeden Fall noch mehr Material sammeln wieder hier. Das ist halt der Nachteil, wenn man wieder von vorne anfängt. Du brauchst Unmengen an Material am Anfang und später hast du das Material und brauchst dir keinen Kopf mehr drum machen. So, aber die Hütte muss man halt erstmal nehmen. Okay, also Silber, denke ich mal, werden wir genug haben. Hoffe ich mal, dass wir das alles wegkriegen hier. Ich würde das gerne abschließen hier mit dem Silber. Und dann Kupfer suchen. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Episode. Denn wir sind schon über 20 Minuten. Ich muss hier versuchen, ein bisschen kürzer halten. Tut mir leid. Die Zeit ist nämlich ein bisschen knapp. Und dann schauen wir mal. Ich nehme das aber, versuche das gerade noch schnell mitzunehmen. Ich hoffe, ich schaffe das hier in 2 Minuten oder so. Ist hier wieder so ein Tucken länger. Komm schon. Komm schon, komm schon. Dann habe ich das schon mal zusammen. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwo Kupfer finde. Hoffentlich finde ich Kupfer. Aber ich habe das Gefühl, ich werde das nicht fertig. Ihr kriegt das hier nicht fertig. Na komm schon. Das gerne noch wegkriegen. Bevor meine Energie alle ist hier. 42%. Das wird jetzt aber knapp werden, glaube ich. So. Kommt schon 30% noch. Ist noch so viel hier übrig. Ja, der Schuss wird langsam auch ein bisschen knapp. Okay. Fast geschafft. Dann können wir noch das eine Teil reparieren, dann soll es das mal gewesen sein. Habe ich doch wieder ein bisschen länger gemacht als gedacht. Aber ich habe es noch geschafft jetzt hier, glaube ich. Okay, was wollten wir reparieren? Das hier. Repariert. Nice. Dann muss ich nur noch das Raumschiff noch reparieren. Hier das eine Teil noch Kupfer. Wir gucken mal gerade. Haben wir noch Kupfer hier irgendwo? Beutelgift. Gibt es hier Beutelgift? Will ich nicht haben. Kupfer. Zweimal Kupfer. Sehr gut. Dann holen wir das Kupfer. Aber würde ich sagen, in der nächsten Episode. Dann, ja, sage ich jetzt mal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.